Hallo Leute, willkommen zurück zu Super Mario Bros. Zweiter Part. Im letzten Part haben wir ein bisschen hier ein paar Sachen geregelt, natürlich. Es ist ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Ich habe nämlich nach dem ersten Mal direkt aufgehört, weil ich war zu kaputt. Und ich hoffe, dass diesmal das Skill besser läuft. Wir sind in der dritten Welt und ich finde diesen Sternenhimmel im Hintergrund eigentlich voll schön. Für Super Nintendo ist das schon super. Oh, da bin ich direkt wieder klein geworden. Ich weiß nicht, wie viele Leben wir haben. Ich glaube 5 wieder. Zumindest hoffe ich es. Okay, da kann man schon mal nicht rein. Ich hoffe, ihr seid wieder auf Fails gespannt. Denn ich bin es auf jeden Fall. Denn ich bin nicht so gut, wie ihr gesehen habt. Oh Mann. Früher waren die Piranhas noch grün. Oh Scheiße. Ich hasse diese Viecher. Hier gibt es bestimmt einen. Hier gab es irgendwo einen Pilz. Ich will den schon gern haben. Ich glaube, der ist da oben. Okay, so. Nee, jetzt kriege ich ihn nicht. Nee, ich lasse es. Nee. Ist mir jetzt egal. Cooper. Hier gab es. Wow. Oh, und das rückwärts. Das war nice. Oh, hier ist auch ein Pilz. Oh, shit. Ich will jetzt nicht sterben. Hier ist nämlich das Ziel. Das sagt man immer an diesen Blöcken am Ende, diese Treppenblöcke da. Okay, da haben wir das erste Level ohne Tod überstanden. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und ich habe nur noch ein Leben? Echt? Was habe ich denn gemacht im ersten Part? Ach du Scheiße. Och nö. Wie soll ich das denn mit einem Leben schaffen? Oder ich bringe mich halt um, aber das mache ich jetzt nicht. Ich mache das jetzt extra nicht. Damit es ein bisschen spannender bleibt hier. Okay. Ich meine, jetzt habe ich ja auch einen Grund, mich gut anzustrengen. Alter. Oh, Stern. Stern. Ja. Okay. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Abgrund. Das war so klar. Ach, na gut. Dann habe ich mich erstmal warm gespielt anscheinend. So, ich hätte gerne einen Pilzi. Könnt ihr mal bitte gehen? Hier ist Fußgängerzone, keine Flugzone. Okay. Yeah. Liebe Kinder von Pilzen, werdet ihr aber nicht größer. Da hat euch Mario nur verarscht. Oder er setzt euch unter Drogen. Denn das macht dieser Pilz auch. Das ist zwar lustig, eigentlich. So ein bisschen. Also auf so eine Idee zu kommen, das ist schon geil. Okay. Die sind kein Ding. Die sind noch nicht so nervig. Oh, Trampolin. Ach du Scheiße. Also heute habe ich irgendwie keine Zeit, habe ich das Gefühl. Ich rush hier irgendwie durch. So leicht. Okay. Aha. So, dann bin ich hier wieder gut durchgekommen. Ja. Ich glaube, so langsam geht's wieder mit der Steuerung. Mit der guten alten Steuerung. Oh, Feuerwerk. Das bringt hier aber leider nichts. Okay, sieht gut aus, immerhin. Wow. Okay, was gibt's hier? Ja. Die müssen wir ja nehmen, weil die verschwindet ja dann. Und es gibt halt immerhin Punkte. Obwohl ich jetzt nicht so auf die Punkte achte. Stern. Yeah. Oh, jetzt wäre ich fast schon wieder runtergefallen. Komm schon! Geh weg! Oh. Komm schon! Ja! Ey, das Level habe ich jetzt dafür richtig schnell geschafft. Das ist schon richtig geil. Und es gab im ersten Part einen Rand, den habe ich gesehen. So ein Rand, also in dem Video so Ränder. Ich glaube, die müssten jetzt eigentlich weg sein. Ich habe nämlich das Problem gefunden. Und das Problem war einfach ziemlich dumm. Wenn man schon Ränder im Video hat, dann sollte man sich überlegen, auch warum. Das habe ich auch getan. Okay, 3-3 sind wir. Ich bin jetzt noch nicht gestorben. Oh, diese Fallplatten, die kenne ich noch. Oh, und die kennt natürlich auch noch jeder. Oh, scheiße. Nee. Ich finde hier die Platten richtig fies. In den heutigen Spielen finde ich die überhaupt kein Problem, aber hier sind die ja richtig kacke.
Oh, nee. Ja, Mario konnte sich auch nicht in der Luft umdrehen. Das ist ja auch das größte Problem, finde ich, bei mir. Dass er sich nicht umdrehen kann in der Luft. Ich meine, im Echt kann man das ja auch. Okay, es sei denn, du hast getrunken und du fliegst dann sofort auf die Fresse. Dann solltest du dich aber auch nicht wundern. Okay, 3-4. Oh, die Flammen kennen wir ja. Sowohl die Drehflamme als auch die Flamme in der Lava. Ich warte noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen... Ich will erstmal rein... Ach du Scheiße. Zum Glück habe ich noch alle 5 Leben gehabt. Und wenn ich hier jetzt sterbe mit allen 4 Leben, dann ist aber was los hier. Das könnt ihr aber wohl glauben. Dann gebe ich mir selbst eine Strafe, wenn es sein muss. Ach komm, ist doch easy hier. Schaffe ich doch jetzt. Sagte er und starb. Fast. Okay, Bowser, komm doch, komm. Ui. Jetzt spammt er hier auch noch. Flamme? Wo ist die Flamme? Da ist die Flamme. Okay. Hä? Leck mich doch. Das ist ja voll unfair. Ey, das ist ja total scheiße. Pilz. Ey, dann killt mich eiskalt die Flamme, ich glaub's nicht. Leck, leck, leck. Gut. Ach, weißt du was, leck mich doch. Ich hab keinen Bock. Was? Und dann schaffe ich das auch noch. Ja. Hallo. Ach, ihr seid ja schon zu dritt. Zu dritt in einen Sack. Das kann ja lustig werden. Okay. Dann habe ich schon mal eine Welt geschafft, die auf dem Plan steht. Ihr wisst ja, immer 2 Welten pro Part, wenn es geht. Und wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Oh, Lakitu, mein alter Fuck-Freund. Nein, er ist nicht mein Fuck-Freund. Das wäre zu ekelhaft. Okay. Ich will einen Pilz haben. Kein Pilz. Kein Pilz. Wie viele Leben habe ich denn eigentlich? Nur noch 1, oder? Hier gab es irgendwo einen Pilz. Hier muss es doch einen Pilz geben. Pilz? Pilz? Kein Pilz. Ich fühle mich verarscht. Oh. Renn, 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 renn. Pilz, Pilz, Pilz. Ach komm. Wieso gibt's denn hier keine Pilze mehr? Nein. Oh, das war fies. Oh, jetzt, wo ich wieder nur noch ein Leben habe, kann ich mich auch direkt wieder umbringen. Ich bin ja zum Glück noch im ersten Level. Ja, komm, weiter. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Ich bin zu ungeduldig. Aber ich habe das Gefühl, hier muss man auch schnell sein. Oder zumindest mehr Vertrauen haben. Gab's keine Pilze. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier überhaupt keine Pilze gibt. Derselbe Depp wie eben. Jetzt habe ich wieder nur noch 3 Leben, ey. Ich glaub's nicht. Mit 3 Leben durch noch 4 Level oder wie? Wie soll das denn was werden? Pilz. Was? Wo ist mein Pilz? Wo ist mein Pilz? Ist der gestorben? Können Pilze sterben? Es sei denn, wenn sie runterfallen. Geh weg. Gut, er geht weg. Was da drinne? Na, was auch sonst. Och nö. Jetzt habe ich wieder so einen Lebensdruck. Lebensdruck. Als ob. Okay. Immerhin. Noch raste ich nicht aus. Man muss immer schön ruhig bleiben. Auch im echten Leben. Immer schön ruhig bleiben. Und sich die Sachen nochmal gut durchdenken. Und dann sieht man sowas hier und dann kommt man nicht klar im Leben. Ach so, ich dachte, da wäre mehr Land, weil ich habe dieses Stück da gesehen, dieses kleine Ministück Insel da. Da dachte ich, da könnte ich dann halt weitergehen. So, jetzt habe ich nur noch... Ich sag's jetzt schon mal, ich glaube, ich schaff das eh nicht. Ach du Scheiße. Ey, dreh nicht einfach rum.
natürlich sollte man immer daran glauben, dass man es schaffen sollte, aber ich habe halt nur noch zwei ein Leben, richtig gut Deutsch. Ja, wir gucken einfach mal. Und wenn es irgendwann zu nervig wird, dann werde ich das einfach cutten. Ganz einfach. Denn man kennt es ja dann eh schon. Da oben ist, glaube ich, wieder diese Abkürzung, diese Röhrenabkürzung da, wo man halt die Levels switchen kann, also die Welten. Na toll, danke. Sofort klein, so kennt man es bei dem Mario hier. Oh, gibt's hier irgendwas? Oh, wahrhaftig, nice. Danke. So, gehen wir da runter. Man merkt schon, dass die Level immer schwieriger werden. Einfacher sollten sie auch nicht werden. Das wäre zu nett. Ah, shit. Ich hoffe, ich komme da hoch. Nee. Alles kein Ding. Paar Münzen. Vielleicht wäre es auch schlau, die Münzen zu sammeln, um Leben zu kriegen. Kann ich da runterlaufen? Ich hab's gesehen. Hinter der Röhre kommt man runterspringen und da war dann noch so eine Mini-Insel. Und das bringt doch jetzt eh nichts mehr. Das bringt jetzt eh nichts mehr. Ich bin einfach mal realistisch. So, hier werde ich jetzt versuchen durchzurushen, weil mir das so dermaßen auf den Sack geht gerade. Den Kack hier. Wie kann das denn sein, dass ich... Oh, das gibt's doch nicht. Komm, schneller. Nee, diesmal nicht. Man lernt dazu im Leben. Okay. Es gibt hier wieder so eine Kackröhre. Die sollen extra bremsen, habe ich das Gefühl. Okay, da gab es jetzt einen Pilz, den habe ich jetzt vergessen. Den brauche ich eh nicht. So. So. Ist doch ganz einfach. So. Und dann sind wir schon wieder da, wo wir sein sollten. Und ich sehe gerade, wir haben nur noch 3 Minuten für diese Welt. Ich glaube es ja nicht. Das schaffe ich doch eh nicht. Oh Mann, dieses Untergrundlevel hier, das ist schon die Härte am Anfang. Die sieht nicht so schwer aus, aber das ist aber irgendwie. Irgendwie ist sie das schon. Ich weiß nicht, warum man sowas gemacht hat, dass der so komisch, wenn der Speed aufgenommen hat, dass er dann so komisch springt. Da seht ihr das, der rutscht dann runter so. Als ob der auf Eis laufen würde. Schaffe ich das jetzt normal? Geht das? Ich glaube, das geht. So. So. Ah, das kann. Oder es liegt daran, dass ich einfach nur den Rennknopf gedrückt halte, dass ich deshalb so oft sterbe. Das kann auch natürlich auch sein. Sicher bin ich mir da natürlich nicht. Gab es da irgendwo eine Blume? Hier gab es da irgendwo eine Blume, oder? Ne? Doch da, ne? Ja. Gut. Jetzt habe ich nur wieder so unnötig 2 Leben verloren, glaube ich. Ich auch wieder total ausrasten. Oh, ich will jetzt nicht die Abkürzung nehmen. Ich will jetzt einfach nur runter. Ja, genau so. Ich dachte schon, ich sterbe wieder. Das wäre jetzt natürlich wieder die Härte gewesen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Weg, weg, weg. Okay. Dann bin ich gleich wieder wahrscheinlich bei der Stelle, wo ich runtergeplumpst bin. Da gibt es eine Blume, haben wir ja gesehen. Die hole ich aber diesmal nicht. Und da unten, da ist eine Insel, da kann man hin. Komm, komm. Genau da. Und dann hätte ich einfach nur so machen müssen. Aber die Entwickler wollten mich halt verarschen. Wer kennt es nicht? Ey, komm, die Welt will ich jetzt schaffen. Das ist doch jetzt wohl... Komm, das ist jetzt drinne. Mit 2 Leben oder was ich auch immer wie viel habe. 3 Leben wären natürlich noch optimal, aber ich glaube, ich habe 2. Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Ne, ich hab 3. Oh, nice. Okay, ich hab noch Hoffnung, wenn ich jetzt nicht scheiße bin. Ui. Sagt er und fällt runter und ist scheiße geblieben. Ach, Leute. Warum? Warum? Ach so, ich seid ja Paracoopers. Tschüss. Komm, gib mir einen Pilz. Obwohl das ja auch nicht so viel bringt. Hier fällt man ja runter. So, also so richtig runter fällt man hier. Was ist das? Da hatte ich jetzt zu Angst. Komm schon. Pilz, komm, 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 komm. Tschüss. Okay. Ich will nur noch, ich will nur noch, ich will nur noch, ich will nur noch.
Ich will nur noch hier die Welt schaffen. Komm, das ist nicht zu viel verlangt, oder? Komm. Ja. Was? Ich dachte, hier wäre das Ende. Alter. Ach du Scheiße. Dann denkt man, ist da das Ende und dann kommt da so ein mega Abgrund kommt da. Alter, zwei Leben. Schloss 4. Ich glaube, die wollen mich verarschen. Aha, sind hier sogar noch Treppen. Flammen? Keine Flammen, super, super. Ah, stimmt, das ist, glaube ich, ein Rätsel. Oben? Oben. Ich höre jetzt leider nicht den Sound, ob das richtig war oder nicht. Ich schätze einfach mal, es war richtig. So. Ey, das ist so komisch gebaut hier. Dann würde ich sagen, runter. Komm, okay. Nein, jetzt bin ich klein geworden. Oh, es war richtig. Ich hab's kurz gehört. Boah! Ja! Geil! Boah! Dann haben wir das auch noch geschafft. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen. Ich muss erstmal hier Luft holen. Na, ihr Toads? Ja, Prinzessin ist natürlich ganz woanders. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Wenn ihr neu seid, abonnieren. Neue alte Chockies sind gern eingeladen, ihr kleinen Küken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.